Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet, denn heute soll es mal um den Asset-Oszillator gehen. Viele Anleger sind ja investiert und Sie wissen, wir blenden ja die gefährlichen Monate August, September, Oktober aus und nach der Börsenweisheit Come Back on Halloween steigen wir in den Aktienmarkt ein. Und hier bin ich natürlich immer interessiert, Zielfonds zu finden, die interessante Aktien haben, die zyklische Aktien haben, spannende Themen haben. Und da habe ich auf dem letzten Investmentforum einen Fondsmanager kennengelernt, der gerade einen Fonds gegründet hat, den Invest for Innovation, Philipp Haas, und der als Zielfonds für den Asset Oscillator gezeichnet wird. Und ich bin froh, dass ich ihn hier im Interview habe. Philipp Haas, grüß dich. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja. Ja, sehr gerne, Philipp. Also kommen wir gleich auf den Punkt. Du hast ja einen Fonds neu gegründet. Und was ist das Besondere an dem Fonds? Was zeichnet ihn aus? Wieso ist er so einzigartig? Kannst du es ganz kurz erläutern? Ich würde sagen, es sind zwei Besonderheiten. Das erste ist, dass es wirklich halt sehr, sehr stark auf Innovation global geht. Ja, also sowohl Small Caps als auch Large Caps. Ich habe das privat sehr erfolgreich gemacht. Es gibt auch Wikifolios, nicht mit ganz so langem Track Record. Und die zweite Besonderheit ist, denke ich, auch die Gebühren. Ja, also für einen Aktienfonds landen wir bei unter 0,8%. Jetzt sind wir gut gestartet, vielleicht wird es sogar 0,7. Und ich persönlich bekomme nur 5% Performancegebühr. Also diese 0,7 sind so für den laufenden Betrieb, für die Leute, die den Fonds auflegen. Und ich habe natürlich auch ein paar laufende Kosten wie Miete, Research. Das davon bekomme ich persönlich nichts. Das wird dann in diesen 0,7, 0,8 Prozent gezahlt. Was, denke ich, für einen Aktienfonds sehr, sehr günstig ist. Man kann den ab 1.000 Euro kaufen, aber es gibt auch keine günstige Klasse. Also ich finde, sowohl, sag ich mal, die größeren Investoren zahlen es gleich, wie auch die kleinen. Das denke ich auch besonders unfair. Naja, das hat mir auch gut gefallen. Das hat ja ETF-Niveau, sage ich mal, deine Kostengebühr, und du setzt dich voll mit ins Risiko und sagst, wenn die Rendite dick ist, kriege ich was. Wenn nicht, brauche ich nichts. Hast du nicht nötig, zum Glück. Das ist ganz angenehm. Also das hat mich überzeugt. Und da verbindet uns ja eins, ja. Wir sind ja beide mit unserem kompletten liquiden Vermögen in unsere Fondsideen investiert, ja. Und das findet man durch jetzt bei den Großen wie BlackRock oder Bank of New York Mellon oder DWS, DK, findet man das nicht, geht ja auch gar nicht. Und das ist schon was ganz Besonderes auch. Und ich finde es sehr mutig und praktisch. Kannst du mir da kurz sagen, was da deine Philosophie dazu ist? Genau, wie ich so angesprochen habe, also es wird natürlich nach und nach, sagen wir, der Großteil, 80% meines liquiden Vermögens soll in diesen Fonds gehen, der natürlich aktienoffensiv abdeckt. Ne? Es gibt noch aktiendefensiv, da habe ich auch, sage ich, noch mal ein paar Buy-and-Hold-Aktien, die jetzt da nicht reinpassen von früher. Und die Philosophie ist halt auch, dass ich aber jetzt auch nicht so stark ins Risiko gehe, weil dann ist ja auch mein Geld weg, ne? Was du auch angesprochen hast, dass die Anreize einfach gleich sind. Man bekommt was, wenn die Performance gut ist. Ich glaube, wenn zum Beispiel da 20% mal im Jahr draufstehen, 19% gehen in den Investor, 1% dann irgendwie an die Firma, die ich berate. Das ist, wird sich, glaube ich, keiner beschweren. Aber wie gesagt, wenn halt bei 0% ist, dann verdiene ich auch nichts, was bei anderen anders ist. Ja, also ich nach oben profitiere ich mit, aber nach unten leide ich auch mit, weil der Großteil meines liquiden Vermögens da drin ist, wie es bei dir auch so ist. Und das ist, glaube ich, halt auch der Vorteil von diesen Boutiquenfonds, dass da viel Leidenschaft dran ist. Die Entscheidungswege sind auch kürzer. Ja, also da wird dann nicht irgendwie ein Komitee gebildet, wo dann irgendwie 10 Leute diskutieren, ob man jetzt, was man jetzt irgendwie macht, sondern man kann da schnell reagieren. A, von Entscheidungswegen, aber natürlich auch vom Volumen. Ne? In unseren Fonds ist jetzt nicht eine Milliarde, wo man dann irgendwie sag ich mal, wenn man eine 1%-Position schon ein Problem hat bei einer kleinen Aktie, da kann man natürlich auch mal in kleinere Aktien oder Fonds investieren, was nach dem Small-Cap-Faktor, glaube ich, auch ein Vorteil ist, ja, auch akademisch belegt. Ah ja, das sieht man, um da auch, sage ich mal, die Zuschauer zu informieren. Du hast eine ganz besondere Methode, die ist erprobt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 9 Jahre machst du das schon mit deinem eigenen Vermögen und hast dein Geld verzehnfacht, das heißt eine Rendite knapp unter 30% pro Jahr. Das ist wirklich ordentlich ein super Ergebnis. Du hast Wikifolios und so weiter. Das heißt, die Methode, die du hast, die ist erprobt, die ist lange erprobt, die ist erfolgreich, die funktioniert gut. Und das ist natürlich der wichtige Punkt. Es ist ja ein Aktien-Long-Fonds, deswegen brauche ich ihn, deswegen interessiere ich mich dafür. Und da ist natürlich der Knackpunkt: Wie suchst du die Aktien aus? Und die Methode, wenn du da kurz dazu sagen kannst, wie suchst du jetzt Aktien aus?
Also es gibt, sag ich mal, da müssen zwei Methoden. Das eine ist natürlich, dass ich auf eine Aktie aufmerksam werde. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Einerseits schaue ich mir, lese ich viel. Ja, manchmal kommt man darüber auf neue Ideen. Es kommt übers normale Leben auf neue Ideen, auch über Research. Ja, ich schaue mir eine Aktie an und dann werden da Wettbewerber gelistet, dann schaue ich mir die auch an und dann führt das eine zum anderen. Ich schaue mir aber auch andere Fonds an oder Wikifolios. Und wenn ich dann eine Aktie noch nicht kenne, gehe ich durch. Oder ich mache auch regelmäßig Screening, dass ich sage, über verschiedene Filter in einem Land, irgendwelche Aktien sind relativ günstig zum Wachstum und wenn ich sie dann noch nicht kenne, schaue ich sie mal an. Das ist, sag ich mal, so dieser Filter und das ist, dann mache ich dann oft, sag ich mal, so einen Kurzcheck, was macht die Firma und wenn ich es dann interessant finde, dann schaue ich es mir intensiver an und dann, ich habe sehr, sehr viele Videos und Artikel geschrieben zu Aktien, vielleicht mache ich das dann dazu und bewerte es dann nach diesem fairen KGV, was ich selber entwickelt habe und auch in meinem Buch Die Kunst des Investieren, was im CH Beck Verlag veröffentlicht worden ist, auch gegen Ende beschreibe. Und da habe ich jetzt, sag ich mal, auch so ein Dashboard, wo ich halt dann die gucke, was ist der Jahresgewinn pro Aktie, was ist das faire KGV, was ich daraus ableite. Und wenn es dann eine Unter- oder Überbewertung gibt, ja, dann stehen die Chancen, zumindest bei einer Unterbewertung, gut, das auch ins Portfolio schafft. Ja. Ja, das hat mich so überzeugt. Also man muss ja sagen, wenn man jetzt so lang dabei ist wie ich, ja, über 25 Jahre, kann man das Wort Value ja schon gar nicht mehr hören, ja. Gibt so viele Value-Fonds und vor allem hat es ja in all den Jahren gar nicht gut geklappt. Ja. Growth war besser, aufgrund natürlich der Zinsen, der Liquidität, die geschaffen wird von den Notenbanken, war Growth der große Renner und dieses klassische Value hat ja nicht funktioniert, muss man sagen, die letzten 10, 15 Jahre vielleicht. Aber dein Ansatz, das fand ich natürlich besonders gut, dieses faire KGV oder wahre KGV, das ist natürlich ein Ansatz, wo du wirklich Qualitätsaktien suchst. Und es sind ja dann eher die mittleren und die kleinen Unternehmen. Dadurch unterscheidest du dich ja dann ganz stark von all den üblichen großen Fonds, die es schon gibt. Und du hast aber keine Benchmark, wenn ich das richtig verstehe. Du orientierst dich nicht an der Benchmark. Warum nicht und wo ist der Vorteil darin? Also zwei Sachen. A, natürlich irgendwo kann man natürlich auch immer am Markt gemessen werden. Da kann man natürlich sagen, okay, ein MSCI World gilt so als eine Benchmark. Aber A, muss ich halt auch sagen, meine Aktien sind komplett anders als der MSCI World. Deswegen ist das irgendwie, sag ich mal, nicht ganz fair im einen oder anderen Jahr. Ja, weil manchmal laufen die ETF-Märkte und alles Geld fließt da rein, im anderen Jahr nicht. Ja, es hat dann weniger, sag ich mal, mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern es ist halt einfach in diesem Jahr war dann der Trend dann so und meine Strategie ist halt anders. Und ich glaube, wenn man halt sehr, sehr viele Fonds sind ja sehr benchmarknah und wenn man dann die Gebühren hat, dann ist es schwierig, den Markt zu schlagen und ich glaube, man muss als aktiver Investor auch Mehrwert liefern, dass man halt unabhängig von der Benchmark ist. Und wenn es eine Benchmark gibt, dann weiß ich selber noch, ja, dann schaut man halt, was ist da drin und wenn man gerade keine bessere Idee hat, dann kauft man das. Und das führt dann, glaube ich, halt auch nicht zu guten Investmententscheidungen, sondern man sollte dann eher die guten Ideen, die man hat, dann auch ordentlich gewichten und dann halt diese, sag ich mal, indexunabhängige Rendite erzielen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, also ich habe den Markt ja in der Vergangenheit deutlich geschlagen, selbst wenn das nicht so wäre, hätte dieser Fonds dann trotzdem Mehrwert, ja, weil ich im Portfolio aus Portfolio-Gesichtspunkten sich das Risiko senken kann. Ne? Wenn ich 5 verschiedene Fonds habe, die, sagen wir mal, alle die Rendite vom MSCI World hätten, aber unkorreliert wären, dann ist trotzdem mein Risiko im Portfolio niedriger bei der gleichen Rendite. Also allein dadurch liefert man halt auch schon Mehrwert und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dieses Benchmark-Denken ist halt auch immer so, ja, dann freuen sich die Leute, wenn der Markt minus 20 war und der Fonds war nur minus 15. Das ist auch nicht der Anspruch, wie, glaube ich, ein normaler Anleger denkt. Ja, und auf der anderen Seite, wenn der Fonds plus 20 macht und der irgendein Markt macht plus 25, dann kann man, glaube ich, trotzdem auch zufrieden sein. Ne? Das ist so ein bisschen, aber Sicht auf 10 Jahre ist natürlich schon das Ziel, deutlich besser als vergleichbare Indexe abzuschließen, aber das kann auch jeder, sag ich mal, selber sich dann wählen. Ja, der eine vergleicht sich irgendwie mit dem DAX als Privatanleger und sagt, das ist für mich wichtig, der andere MSCI World. Und das kann sich natürlich auch ändern, ne? Weil aktuell ist vielleicht viel Tech drin, aber in 2, 3 Jahren kann es auch anders sein, ne? Also auch Innovationen oder auch von den Ländergewichtungen. Ein MSCI World ist als 60-70% USA Large Cap, hat in den vergangenen 10 Jahren super funktioniert. Muss nicht nochmal so sein, aber selbst wenn, man hat halt letztendlich nur ein Thema, was man damit abdeckt, US Large Cap. Und es gibt halt noch sehr, sehr viele andere spannende Sachen, die man mit ETFs eigentlich kaum abdeckt. Und da, glaube ich, kann ich halt auch Mehrwert liefern.
Ja, ich meine, der Anleger, muss man sagen, dem ist ja auch ein Index oder ein Vergleich egal. Und er hat ja so oder so einen Mehrwert, weil er ein spannendes Portfolio hat, ein gestreutes Portfolio, was ja ein Index gar nicht bietet. Ne? Das ist ja eher die Diskussion in der Fondsbranche. Ne? Die ETF-Branche hat halt das natürlich vorangeschrieben. Ja, also den Vergleich macht man ja hauptsächlich aus Marketingzwecken. Ne? Man braucht eine Kurve, die irgendwie schlechter ist. Und der Fonds ist gut. Ich halte davon überhaupt nichts. Ne? Und deswegen finde ich halt einen Fonds auch besonders gut, denn die Großen haben ja wirklich das Problem, sie können eh nur große Aktiengesellschaften nehmen, werden mit der Benchmark gemessen und machen genau das, was du sagst. Sie nehmen 80% genau die Benchmark, kopieren den MSCI World und dafür verlangen sie noch Gebühren und mit ein bisschen Geld spielen sie, um mehr Rendite zu kriegen. Und da sind natürlich 1,8% Kosten oder 2% zu viel. Und das ist bei deinem Fonds natürlich ganz, ganz super, gefällt mir gut. Hast du vielleicht gerade, weil wir gerade so beim Thema Aktienauswahl sind, vielleicht so zwei Unternehmen, wo du sagst, ja, die findest du besonders spannend, da hoffst du dir die extra hohe Rendite in den nächsten Jahren? Ja, das tut mir leider ein bisschen. Ich bin ja gerade noch gestartet im Aufbau. Da müssen wir noch nicht ein bisschen die Prozesse so mit Compliance da irgendwie, sag ich mal, so einrenken. Und da will ich jetzt, darf ich vielleicht auch noch zukaufen. Die spannenden Ideen will ich auch noch nicht sagen. Das wird so im Monatsreporting kommen. Wer mich aber, sag ich mal, so ein bisschen auf YouTube verfolgt, das kann man sich ja auch oder auf meinem Blog investorstadt.net, da kriegt man schon, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl. Und jetzt in dem Fonds sind jetzt auch nicht die riesen Überraschungen, dass das jetzt komplett anders ist, ne? Da kann man sich ein gutes Bild sammeln. Ich kann nur sagen, der Fonds hat schon viele Aktien gekauft, noch nicht in der hohen Gewichtung, aber es sind schon viele Ideen, zumindest gering gewichtet, langsam drin. Und die Cashquote ist noch relativ hoch, ja, das, weil am Anfang fließt natürlich Gelder rein, man ist natürlich auch noch ein bisschen vorsichtig. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, ganz gut gestartet. Ich bin auch optimistisch eigentlich so jetzt für die nächsten Monate, aber noch, sag ich mal, ich bin noch nicht so, dass der Schalter noch umgelegt wird. Da würde ich auch gerne, sag ich mal, der Fonds startet ja so mit 100 € gerne auch so ein bisschen noch so im grünen Bereich sein, so 102 oder 103, dass man sagt, man hat ein bisschen Puffer, die Leute haben schon ein bisschen Gewinn, dass man dann, wenn dann auch, sag ich mal, vom Momentum her passt, dass man dann auch die Cashquote runterfährt. Ja. Wie siehst du denn den Aktienmarkt im Moment? Gut, ich bin natürlich vor allem so ein Bottom-up-Analyst. Das heißt, ich schaue mir eine Firma an von unten und überlege, was ist auf 3 oder 5 Jahre. Ich sage mal, das andere tue ich natürlich auch beurteilen. Das muss man irgendwo auch machen, wenn man da irgendwie Portfolio-Manager ist. Aber sage ich auch, das ist jetzt nicht mein Kern-Business. Ich mache das eher so eine Risikostreuung. Ich bin eigentlich verhalten optimistisch, ja, weil ja, im Euro-Raum sind wir irgendwie bei negativen Realzinsen von 3 bis 4%. Immobilien sind relativ teuer, also das Geld auf dem Tagesgeld oder Sparbuch lassen bringt nichts mehr. Also im Zweifel ist da immer noch die Aktie global gestreut am besten und auch von der politischen Seite habe ich die größte Flexibilität. Ja, wenn ich irgendwelche Anteile von internationalen Unternehmen halte, hat es der deutsche Staat relativ schwer, das zu besteuern. Ne? Vermögensteuer ist jetzt auch erstmal vom Tisch und selbst da gibt es ja dann auch irgendwelche Möglichkeiten. Aber deswegen bin ich da im Verhältnis zu Immobilien oder Cash oder Anleihen immer noch sehr, sehr positiv gestimmt. Aber man muss, glaube ich, vielleicht halt auch jetzt mal echtes Stockpicking mehr machen, weil die letzten 10 Jahre ist irgendwie, sag ich mal, hat alle Boote nach oben getrieben und jetzt gibt es vielleicht auch mal wieder entscheidender, dass halt auch mal wieder die Bewertungen oder die einzelnen Aktienstories relevanter werden. Naja, das ist richtig. Und für dich ist es ja auch nicht so relevant, wie der Markt ist. Du bist ein Aktien-Long-Fonds. Die Entscheidung ist jetzt im Anfang zwar, kannst du ein bisschen spielen, aber wenn mal alles investiert ist, du willst ja Rendite mit Aktien machen. Und ein Anleger muss natürlich auch wissen, wenn er in Aktien investiert, dass es was Langfristiges ist. Auch wenn man startet und hat Pech, es geht gerade runter, 10, 15% oder vielleicht sogar mehr. Da muss man einfach Augen zu und durch, à la Costellani. Ne? Schöner ist immer, wenn man einen guten Start hat für Anleger, aber das spielt eigentlich nicht die Rolle auf der langen Bank. Ja, also ich habe ja auch so mal geguckt, was du alles drin hast. Auch das ist ein Grund, warum ich über den Asset Accelerator investieren werde. Hat mir sehr gut gefallen. Sind sehr zyklische Aktien, sehr viel Technologie. Ist genau das, was der Asset Accelerator braucht. Alle Anleger brauchen das. Innovation sagt ja der Name schon, also neue Sachen. Wenn ich das Portfolio so angucke, bin ich mir sicher,
dass du von den Ratingagenturen die Nachhaltigkeit, SDG, ESG-Kriterien suchen, sofort die besten Ratings gibst. Du schreibst aber Nachhaltigkeit nicht auf den Fonds drauf. Deswegen interessiert mich, wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit? Bedeutet das was für dich? Oder hast du es automatisch drin, ohne drüber nachzudenken? Und wieso machst du keine Werbung damit? Also aktuell ist es natürlich so ein Megatrend, wo natürlich sich viele grün anstreichen, die es nicht so wirklich auch sind. Für mich sind es, glaube ich, zwei Sachen. Ich meine, wenn man Innovation lebt, ne, und in dem Fonds werden viele Internet-Software-Firmen, aber auch Cleantech drin sein, die kriegen theoretisch gute Ratings, weil die haben irgendwie keinen CO2-Fußabdruck oder solche Sachen. Und insgesamt glaube ich, dass sie das Leben der Menschen besser machen. Also das ist auch eine Kategorie bei dem Modell des fairen KGVs. Ich möchte aber jetzt auch nicht sagen, kauf den Fonds wegen ESG. Also für mich schon der primäre Fokus Rendite. Ja, das muss ich auch sagen. Da kann natürlich dann mal deswegen meine Aktie nicht drin dabei sein. Aber ich bin da jetzt schon, das ist das, wo, ja, weil da mein Großteil meines Vermögens ist mir schon am wichtigsten. Und ich will, viele, glaube ich, machen das dann auch so, ja, Rendite war jetzt nicht so gut, ja, aber wir sind dafür ESG. Das ist für mich, sag ich mal, nur so eine halbe Entschuldigung. Für mich ist schon primär irgendwie da das Ziel. Und ich glaube, es geht ja auch, wenn man das breit auslegt mit Software, nicht zulasten der Performance. Aber es ist jetzt auch nicht Kern, dass ich jetzt sage, okay, das sind alles die nachhaltigen Firmen, dieses Anlage, und da gehe ich alles durch und ich kaufe nur von dort, sondern ich schaue mir schon alles an, und wenn es halt, sag ich mal, eine rote Flagge irgendwo gibt, dann wird das negativ bewertet oder kann auch mal ein K.O.-Kriterium sein. Aber mit meinen Branchen, also wenn man sagt Innovation, ich investiere vor allem Firmen, in die auch ein Venture Capitalist, also jemand, der in Startups investiert, investieren würde, Skalierbarkeit, solche Sachen, Kultur, und da spielen eigentlich, sag ich mal, die Schmutzfinken, ja, sag ich mal, irgendwas im Rohstoffbereich oder sowas, die sind in dem Fonds nicht drin, weil das allein von der Thematik nicht passt. Ich bin da aber auch undogmatisch, wenn andere Leute es wollen, gibt es natürlich auch genug andere Produkte, das zu machen. Das wäre jetzt da nicht dabei. Okay, also du hast praktisch automatisch durch das KGV und durch die Innovativen, hast du automatisch ein sehr ESG-konformes Portfolio. Aber in der Auswahl ist es eher automatisch mit drin als gewollt. Also du hast keine ESG-Auswahlkriterien. Ja. Es liegt auch daran, dass ich natürlich auch speziellere Aktien manchmal habe. Ja? So Small Caps, die haben dann kein Rating. Und wenn dann irgendwie, sag ich mal, die große Agentur drüber geht, dann, wenn man kein Rating hat, ist es rot, dann wäre die Note wahrscheinlich auch nicht so gut, was eigentlich blöd ist. Und dann hat irgendeine, sag ich mal, eine Goldmine, die dann irgendwelche Boxen da irgendwie ausfüllt, hat dann irgendwie ein grünes Rating. Das passt für mich halt auch nicht so. Und ich glaube, da sollte man sich auch ein bisschen unabhängig machen und das auch ein bisschen dann Aufgabe des Anlageberaters, dass man das auch selber macht und sich dann nicht auf irgendwelche Agenturen verlässt, die halt doch irgendwie, so, sag ich mal, mit einem bestimmten Prozess vorgehen, der halt auch nicht mal passt. Macht dich auch freier, ne? Du hast dann einfach eine bessere Auswahl und die muss deswegen nicht schlechter sein, nicht ESG-schädlich sein, ja. Ne, toll. Also spannender Fonds. Ich bin mir sicher, der hat eine Riesenzukunft vor sich. Und man sieht ja auch ein guter Start. Asset Oscillator wird investieren. Wir gehen wahrscheinlich erst so, allerdings Anfang November gehen wir rein. Also noch ein paar Wochen musst du warten. Dann kommen wir dazu. Ja, vielleicht noch was, kannst du noch was Persönliches zu dir sagen? Also jetzt wissen wir, dass der Fonds super ist, gut funktioniert und Rendite bringen wird und tolle Firmen hat. Und was treibt dich an, was macht dir Spaß und vielleicht noch ein Hobby, das du hast, wenn du da was sagen könntest persönlich? Ja, ich habe so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Also Aktien ist schon was, wofür ich eine große Leidenschaft habe, was man, glaube ich, auch merkt an diesem Aufbau von YouTube-Kanal. Aber ich habe es auch als, sag ich mal, als Angestellter vorgemacht. Also ich war auch bei Dr. Jens Erhardt, Analyst und Anlageberater, und kenne auch die Branche von innen, kenne aber auch die Startup-Branche, habe, wie gesagt, auch ein Buch geschrieben für dieses Thema Aktienkultur, Finanzbildung, und das, auch mit diesem Fonds möchte ich halt auch einen Beitrag leisten, dass die Leute, glaube ich, da auch ein gutes Produkt, ein faires Produkt haben, und die Sachen einen Tick, sag ich mal, digitaler, besser, fairer machen, und ja, das ist so ein bisschen auch mein Anspruch. Vom Hintergrund, wir wohnen bei München, haben Zwillinge, ja, das waren auch zwei harte Jahre, und ich hoffe, das wird jetzt so ein bisschen besser, so ab drei, sonst gibt es eigentlich von mir auch nicht so viel, ja, habe in St. Gallen studiert in der Schweiz, habe einen Bezug zu Spanien, meine Frau ist von dort,
Und sonst vielleicht noch ein bisschen Fußball, Sport, Reisen tue ich auch ganz gerne. So Hotels, vielleicht noch eine kleine Leidenschaft. Ansonsten, ja, war's das auch. Genau. Ja, Philipp, herzlichen Dank. Ich glaube, ich brauche dir keine Daumen drücken, dass das läuft. Ja, wunderbar. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf, auch mit Investments. Und liebe Anleger, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Also spannende Geschichte. Es ist schön zu sehen, wie viele neue Ideen, neue Sachen in der Branche auch passieren. Auch die ist im Wandel. Und ja, alles Gute Ihnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr Thomas Hupp. Vielen Dank. Tschüss.